Na, dann bin ich ja mal gespannt. Das ist von EA und das sind die Entwickler von Dirt. Was schon mal sehr gut ist, weil die WRC Rally Games waren in der Vergangenheit nicht so geil. This is not racing. This is hard stopping, skull shaking corners. This is gut wrenching airtime. This is nature's wrath. Turn too late. This is near misses. And almost made it. This is marginal gains. This is the very limit of control. This is the weight of history. This is greatness. Hard left over crest into early flat right. This is rally. WRC 2. Okay. Wann ist denn hier Release angedacht? 3.11. Das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Gut, gucken wir das mal kurz durch. Was hier so drin ist, was uns erwartet. Laut Trailer. Oder Enthüllungstrailer oder wie auch immer. Das hier sieht auf jeden Fall sehr stramm nach Finnland aus. Das sieht sehr, sehr stramm nach Finnland aus. Das hier sieht nach... Oh. Wie hieß sie nochmal? Helf mir auf die Sprünge. Das ist, war das Italien oder Spanien? Eins von beiden. Wir haben auf jeden Fall die neuen Autos dabei, das finde ich sehr geil. Also die, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen Hybride, also die elektrische Unterstützung haben. Das ist auch geil. Also man hat schon Hyundai gesehen, Toyota. Das ist wieder der Hyundai, der neue. Die Strecke kommt mir auch bekannt vor, also die Gegend, ich weiß noch nicht, was es ist. This is nature's wrath. Oh nee, das können wir hier vergessen, die Strecke. Ich weiß nicht, wie sie beim Namen heißt, aber sie ist auf jeden Fall verflucht. Das war das gerade ein Ford? Das war ein Ford, oder? Ist das der... Oh, schöner Übergang, by the way. Jo, das ist ein Ford Fiesta. Auch geil, ist auch einer der neuen. Für die Toyota. Das sieht hier nach Monaco aus. Oh, das weiß ich nicht, die Savannenstrecke. Okay, das habe ich noch nicht, das habe ich nicht ganz verstanden, den Umschwung auf dem Motor. Also das sind ja die neuen Motoren. Ford Puma ist das? War das nicht der Fiesta? Okay, Puma. Danke für die Korrektur. Scheinbar können wir ein bisschen was machen an den Reifen. Das ist, denke ich mal, der Teaser darauf, dass wir die alten Autos wieder fahren dürfen. Also à la Dirt 2. Dirt Rally 2, Entschuldigung. Ja, der muss ja da drinnen sein. Da dreht ja mal jeder durch. Jetzt fahr doch mal den Urquadro! Ja! Das ist noch Klasse B. Der Subaru ist auch dabei. Subaru! Aber wisst ihr, was geil ist? Die Sprecher sind neu. Der männliche Sprecher ist neu. Achtet mal darauf. Jetzt kommt der weibliche. Oder die weibliche. Auch neu. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Was ist das hier? Ist das der Ford? Ja, ne? Ich habe noch gar keinen Citroen gesehen. Okay, also es sieht schon mal sehr gut aus. Hoffen wir mal,
Also hoffen wir mal wirklich, dass das nicht wie das andere WRC wird, weil das andere WRC fand ich immer nicht so schön. Das hat mir persönlich nicht so viel Spaß gebracht, das hat sich sehr Winky Wonky gefahren. Ich fand immer Dirt, fand ich immer am geilsten. Und was ich noch viel mehr hoffe, weil Sim Racing ist ja jetzt ein bisschen größer geworden, es muss meinetwegen nicht unbedingt so Power, Super, Duper, unendlich realistisch sein, ne? Aber ich hätte unglaublich gerne Triple Screen Support. Ich hoffe, dass sie das mit reingebaut haben. Das wäre geil, dass Triple Screen drin wäre. Ui, das wäre so schön. Stellt euch mal vor, wir können ein aktuelles Rallye-Game à la so Dirt Rally im Triple Screen fahren. Oh, das wäre schön. Und was halt auch super toll wäre, was ich mir persönlich wünschen würde. Guck mal hier, Zitronsche. Hast du auch ein paar Tropfen Frankherz 100? Sticky Fingers, Dankeschön für 100. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass wir Dirt Rally 2, also Dirt Rally haben. Und aus WRC die Karriere mit reinnehmen. Das wäre wirklich ganz toll. Wenn wir das so ein bisschen mischen, das wäre schön. Das würde ich sehr feiern. Das wäre schön. Nochmal rein, ob uns was verpasst ist von den Creators von Dirt Rally. Ja, das ist schon mal positiv. Ist das nicht. Warte mal. Ist das hier Zitrön? Nee, oder? Ist das nicht ein Zitrön? This is not racing. Nee, das ist der Toyota Yaris. Ich kann das nicht sehen, mein Dash ist im Weg, sorry. Nee, ist der Yaris. Auf die Dinger freue ich mich wirklich sehr, muss ich sagen. Auf die freue ich mich wirklich sehr, die Autos. Also die kombinierten zwischen E und Sprit. This is hard stopping. Skull shaking corners. Nee, Triple Screen gab es leider nicht in Dirt Rally 2. Leider. Man musste immer ein bisschen cheaten. Aber dann saß man nicht richtig im Cockpit drin. Ich muss auch zugeben, dass ich es das total schön finde, dass sie alles so ein bisschen mischen. Also, dass reale Szenen mit drin sind und die neuen. Aber gut, Trailer können die ja immer alle, ne? Ich weiß echt nicht, wie diese Strecke heißt. Ich habe sie verflucht zwischen diesen Bergen. Ich komme einfach nicht drauf. Ich weiß es nicht. War das Griechenland? Oh, stimmt, Griechenland war das, ne? Ja, Griechenland. Ich bin sehr gespannt. Ich mag die neuen modernen Rallye-Autos echt gerne. Die sind so richtig schön spritzig. Das wird geil. Da freue ich mich auf den Oktober. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen fahren, ein bisschen mehr. Müssen wir uns eigentlich vorher nochmal einstimmen und so ein bisschen praktizieren, ne? Also auf dem neuen hier Rechner. Ich habe bei Dirt Rally leider immer so das Problem. Ich weiß immer nicht so richtig, was man da machen soll. Da gibt es halt irgendwie nicht so einen Karrieremodus, das ist immer so gegen sich selber Zeitfahren. Naja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass EA das nicht zerballert. Ich sehe, also dadurch, dass es jetzt von EA ist, habe ich so ein bisschen meine Bedenken, dass vielleicht sehr viele Ingame-Käufe-Zeug drin ist. Man kennt es ja von den Sportspielen von EA. EA hat schon runtergefahren mit dem Stuff. Ja, du, ich hoffe. Also ich freue mich auf das Game. Bin ich ehrlich. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich habe Dirt, also ich fahre zwar immer nicht so viel Dirt, weil ich nicht weiß, was ich da drin machen soll. Bin ich ganz ehrlich, weil so alleine gegen sich selber Zeit fahren, finde ich immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Muss jetzt nicht sein. Kann man machen. Kann man auch lassen irgendwie. Ich hoffe ja sehr, dass das so ein bisschen mit einer Singleplayer-Kampagne zu tun hat.